Einen wunderschönen guten Tag, ihr da draußen. Ich habe heute mein erstes Päckchen bekommen. Und zwar von der Kirsten. Ich verlinke euch unten in der Infobox ihren Kanal und ich schreibe es hier rein. Oh, ich bin total aufgeregt. Klar, das ist jetzt schon eine Sache, wo ich wusste, dass wir einen Tausch machen. Und zwar war mir das auch wichtig, dass niemand dafür Geld ausgeben müsste. Und da waren wir uns einig. Ja, ich habe nur einen kleinen Nachteil, weil ich wollte für die liebe Kirsten was ganz Persönliches machen, also aus Glas. Bei mir ist es nicht so mit Kosmetik. Ich bin noch nicht so gut betucht, sagen wir mal so. Ja. Und deswegen freue ich mich, wenn andere ausmisten und sagen, boah, ich muss mich jetzt endlich von irgendwas trennen oder ich habe jetzt eine andere Schiene, wo ich sage, ich lege eben mehr an in gute Kosmetik oder eben hochwertigere Kosmetik. Die anderen sind ja auch nicht schlecht, aber ich verstehe das schon. Man hat dann auch weniger, aber irgendwann bezahlt dafür mehr. Ich bin so ein Typ, ich gebe gerne ein bisschen mehr Geld aus für die Pflege. Deswegen Ricarda M. oder Dr. Hauschka oder so. Und bei der dekorativen Kosmetik, da, nö, das ist nicht so. Also da gucke ich jetzt nicht unbedingt, dass es sehr, sehr teuer ist oder so. Naja, ich liebe schon Kiko. Ja, mal sehen. So, dann fange ich mal an. Ich habe es schon mal so einfach nur aufgeschnitten, weil das finde ich mal schlimm, wenn man das alles verklebt hat oder so und das dauert einfach zu lange. Karte, genau. Liebe Kirsten, ich fand das total cool, weil du Sonnenblumen eine Karte hattest. Das ist wie meine Lieblingsblume. Ich mag Rosenduft, ich mag Rosen auf Bildern, aber ich mag sonst so nicht unbedingt die Rose. Ich denke mal, ich kann das vorlesen, aber vielleicht muss ich mal mein Nasenfahrrad aufsetzen. Liebe Judith, hier ist es nun. Dein Päckchen. Ich hoffe, du kannst die Sachen gebrauchen und ich habe deinen Geschmack getroffen. Drück dich und knutsch dich mal, Kirsten. Ich lasse mich gerne von dir knutschen. Jetzt bin ich echt gespannt. Und ich denke mal, du wirst dich über dein Päckchen aufreuen. Es geht morgen raus, weil ich muss ja noch warten, bis das Glas ausgekühlt ist. Weil ist ja klar, ich kann das nicht so früh rausholen, dann macht es bing und wäre natürlich ärgerlich. Und ich hoffe auch, dass mein Päckchen und alles, was da drin ist, heile ankommt. Ja, wie gesagt, da wird keine Kosmetik sein, aber das wusstest du ja und du warst damit einverstanden. Aber das ist alles von mir hergestellt und das ist schon was wert. Von der lieben Dori. So, legen wir los. Ihr seid bestimmt auch gespannt. Ich auch. Bin echt gespannt, also wirklich wahr. So, ich leg mir mal, stell mir mal den hin. Hat sie alles super schön in Servietten eingepackt. Oh, da steht sogar, das habe ich gar nicht gesehen. Da steht ja was drauf. Hui, mal gucken. Colors of Life. Ich glaube, du willst mich jetzt dazu bringen, dass ich mein Englisch aufbessere. Ich hatte mal früher in Englisch eine 1 und in Deutsch eine 3. Und dann haben die einfach gesagt, ich darf das nicht mehr machen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann melde ich mich zu Französisch an. Fand's aber auch nicht so gut. Naja. Schauen wir mal. Was ist denn das? Oh mein Gott. Ich halte mal das kurz so. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Oh, dann muss ich doch Brille aufsetzen. Ich bin ja blind. Wisst ihr, was mir eben infällt? Das finde ich bei der Sunny so gut. Oder Sunny. Sunny finde ich das gut. Wenn die ein Päckchen gekriegt hat, die hat dann immer so weit ausgepackt und hat dann alles hingelegt und hat gesagt, so und jetzt schmecke ich mich mit den Produkten. Und das werde ich jetzt auch tun. Weil ich bin ja eh noch nicht so weit. Ich war noch vorhin im Atelier, habe heute eigentlich Klingel abgestellt, an der Tür reingeschrieben, bitte nicht stören, weil ich voll beim Arbeiten bin. Und ja, das war mir jetzt aber wichtig mit dem Päckchen, weil ich konnte es nicht aushalten. Bitte, liebe Kirsten, sei nicht böse, aber ich konnte es wirklich nicht aushalten. So, dann gucken wir mal weiter. Von Catrice
die 270, ein Lidschatten. Ich werde es lange noch in der Kamera halten, damit ihr das auch hier gut sehen könnt. Das ist ja ein ganz geiles, so ein Grauton. Oh. Das ist richtig so wie ein Eis, so ein Eisgrau. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Doch, da. Das ist ja eine wunderschöne Farbe. Boah, ist ja Hammer. Die finde ich ja klasse. Und jetzt bin ich total geflasht, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe nichts von Alverde. Und das sieht so niedlich aus, guck mal, oh, ist das süß. Und ich glaube, Moldavid hat mal so was gezeigt. Nachtigallgesang 10, Nachtigall, Lidschatten Mono 10, Nachtigallgesang mit Hamales-Extrakt. Boah, ist ja geil, das muss ja dann auch noch fliegen. Oh, seid mal ehrlich, ist die Farbe nicht schön? Das ist so ein Bordeaux, nee, so ein Bordeaux-Braun. Na hallo, wenn man den nicht sieht, dann weiß ich auch nicht. Oh, was ist das Hammer und so hübsch. Da ist ein Magnet drin. Ich meine, ihr werdet das schon kennen, aber ich noch nicht. Klasse. Und davon ist noch einer in. Hoho. Halt die Frau fest. Lerchenklang. Das ist die ganze Vögelei hier. Gucke an. Nummer 30. Lidschatten Mono Lerchenklang. Das ist ja geil. Also wie die auf den Namen kommen. Ah. Das hat ja so ein. Ja, ich weiß mal ja, wie ich das beschreiben soll. Auf meine Hände ist immer so schlimm, was zu sehen, dass der hier oben. Und das passt. Mit dem hier unheimlich schön zusammen. Boah, mal sehen, was mich noch erwartet. Aber holla die Waldfee. Oh, ich freue mich näher schon auf Schminken. Und von P2 Blush. Oh, ich weiß noch, als ich angefangen habe, habe ich gesagt, ich habe 2 Blush. Jetzt habe ich, glaube ich, 4. Von der Viva Argentina. Von P2. Ihr kennt ja bestimmt auch alle. Oh, ist der hübsch. Entschuldigung, jetzt war es ein bisschen kurz, aber es ist mir jetzt ein Wort vom Boogie. Man öffne es. Ah, da sind so mehrere Farben. Ich denke mal, die würde ich aber. Oh, ist der weich. Guck mal. Das ist doch eine schöne Farbe, oder? Boah. Und der ist so weich, so. Als wenn man über so ein Maulwurfrücken streicht, falls jemand von euch schon mal gemacht hat, ich, ja. Und das ist die Farbe und den Namen. Es spart viel Arbeit, meint mir nicht voll zum Trops, wenn ich die Farben nicht aussprechen kann. Also ich werde mir jetzt auch nicht lange aufhalten, auch ich kann es ja abwarten. Oh. Und da ist noch so viel drin. Oh, ich kann es ja abwarten. Von Alverde. Ich bin so froh, dass sie von Alverde. Ich habe überhaupt nichts. Oh, na, das ist doch. Mensch, du, Kirsten. Ich glaube, wir sind auf eine Welle. Das ist die perfekte Welle. Jetzt brauche ich mal ein Feuchttuch. Moment. Ich war doch letztens im Aldi, das habe ich euch gezeigt, bei Instagram. Und da habe ich mir nochmal so ein Lipgloss geholt, weil ich die wirklich so toll finde. Ich habe mal in meinem Video erwähnt, meine Enkeltochter hat mir das Ding aufs Auge gedrückt und ich fand den echt toll, da habe ich mir eine andere Farbe geholt. Und ich muss sagen, diese Aldi-Nagellacke sind auch sehr, sehr schön, auch vom Pinsel her. Und jedenfalls habe ich mir Babytücher geholt. Und da werde ich erstmal das erste. Oh, das ist so schön. Ich freue mich so. Oh, die Mutti, die wird immer schäher. Jo. So, eigentlich muss ich euch das ja auch zeigen. Oh, ist das nicht geil? Guckt mal. Schokolade. Oh, ich fahre doch so oft weg. Ich meine, ich bin ja beruflich auch viel unterwegs. Und das ist so schön, wenn das so, wenn man so, sagen wir mal, 2 Outfits mit hat und dann braucht man bloß einfach mal schnell zu so einer Palette greifen und sagen, die brauche ich dazu, das passt dazu und fertig. Und das ist so schön. Oh Gott. Oh, ist das schön. Brat mir in einen Storch. Oh, ich freue mich.
die sind auch wirklich echt schön von der Farbabgabe. Guck mal. Wollen wir da meckern? Nee. Oh, und das ist ja so ein Naturprodukt, ne? Mensch, Kirsten. Oh, ich freue mich. Danke, danke. Oh, oh, der Brush ist auch so schön. Ich würde ja Rouge haben, aber ihr quatscht ja mal alle anders. Aber ist mir so weit vom Brie. Oh, so weiter. Ist ja der Hammer. Oh, mein Liebling hat ja heute Spätschicht. Und er kommt erst heute Nacht. Oh, da muss ich erstmal gleich zutexten. Happy, Happy Lips. Na, hallo, ho, Happy Lips. Schnipp, schnapp. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Ich freue mich so. Boah, oh, ist das geil. Oh, nein. Also jetzt so vom Äußeren her habe ich, glaube ich, Jacken davon. Von Catrice. Ultimate. Shine Kiss, Kiss. Hibis. Hibisk. Ich zeige euch das Ohr. Ah, jetzt könnt ihr das, glaube ich, besser sehen, ne? Oh, ist das schön. Oh, boah, das ist ja mal Bang. Oh, Mutti. Oh, voll mein Ding. Voll mein Ding. Oh, ist der schön und cremig. Hab ich nicht. Ich hab nicht mal... Oh, das klingt... Mann, Mann, Mann. Nee, hab ich nicht. Oh, ist das geil. Oh, Mutti, Mutti. Mutti, bleib ganz ruhig. Ja. Und? Boah, sieht der schön aus. Von Catrice. Hip-Tip. Guck mal da. Der ist ja schmal. Man brat mir in einen Storch. Ach Mensch, so. Guck mal. Mm. Oh mein Gott, was ist das? Ah, das ist so... Oh, der riecht ja so lecker. Das ist so bald wie so eine Pflege bald. Oder wie? Oh, der ist ja wunderschöne Farbe. So ein Orange, ja, der ist... Da sieht er bald pinkig aus, aber das ist so ein... Oh, ist das lecker. Wunderschöne Farbe, wirklich wunderschöne Kirsten. Ich glaube, das sieht auf viel Platz bei mir, oder? Ja, ich hatte ja nur drum gebeten, bloß kein... wie heißen die Dinger? Ach, wie sieht jetzt... Oh, ich bin ja so aufgeregt jetzt. Ich bin viel zu aufgeregt. Und das ist von Catrice Long Lasting Lip Gloss. Long Lasting Lip Gloss. Dieser hier. Ich kann ja nicht glauben, dass ja das Spam, was ich schon habe. Kann man bestimmt aufdrehen. Blub macht es. Oh, ich würde ja nichts. Oh, ich habe ja nicht gewusst, dass das so gut riecht. Das ist ein Lipgloss, also kannst du ja wirklich eine tolle dunkle Farbe aufpatschen, die ganz doll matt ist, aber dann hast du den Glanz. So, dann guck da mal, das ist hier so eine Blub. Der Applikator ist ja schon mal lustig, so hätte ich auch noch nie gesehen. Also man merkt wirklich, dass ich noch nicht viel auf der Suche war. Farbintensiver Lipgloss für glänzende Lippen. Finde ich toll. Finde ich ganz klasse. Huhu. Das ist ja interessant. Von L'Oreal. Boah. Oh, das ist ja... Da bin ich jetzt gespannt. Wo ist denn das? Da. Von L'Oreal. Ah, das ist wie so ein Filzstift. Mhm. Seht ihr das hier? Da. Nee, habe ich auch noch nicht gehabt. Oh, das riecht ja wie... wie Brause. Oh, das hält bestimmt auch lange, oder? Oh, ich bin ja gespannt, was ich mir da alles auf der Lippen raufknall. Man möchte das immer alle gleich genau wissen, aber das dauert ja dann zu lange für euch. Oh, ist das geil. Jetzt...
Das ist ja wie wirklich wie ein Filzstift. Boah, das sieht ja hübsch aus. Lip. Was ist das? Oh. Oh, von Catrice. Bin ich jetzt richtig? Ja. Guck mal. Ich glaube, sowas habt ihr, also ihr ganzen totalen Junkies habt das bestimmt alles schon. Oh mein Gott, das sieht aber schön aus. So Beereton ist das. Das ist der hier oben. Oh, der sieht ja toll aus. Und die Verpackung ist ja schon schön. Ich bin nicht unbedingt so ein Verpackungsjunkie, aber Volume Gloss, Feuchtigkeit spendenden Lipgloss für vollere Lippen und unwiderstehlichen Glanz. Oh, der sieht ja toll aus. Da sind so kleine Glitzerpartikel. Ich weiß nicht, ob meine Kamera die einfängt. Stabbel die schon wie ihr hier mit Einfangen und so ein Krampel. Nee, ich weiß es nicht, aber der ist wunderschön. Oh, das geht doch weiter. Von P2? Der sieht ja mal edel aus. Nee, das spreche ich lieber nicht aus. Also, dafür Mist rauskommt. Oh, wenn ich das Liebling zeige, der flippt aus. Der sagt das, glaube ich, jetzt nicht, oder? Warum? Boah, guck mal. Na, das ist ja mal ein Schick, wa? Oh, Küsten. Ist das toll. Guck mal. Ich meine, dir bräuchte das ja nicht zeigen. Du könntest eigentlich Augen zumachen und mit nur labern hören. Boah, ist der hübsch. Der Applikator ist auch schön. Oh, danke dir. Oh. Mann. Was ist denn das? Also soll ich ganz ehrlich sein? Soll ich mal ganz ehrlich sein? So leicht mal nie sehen. Also das habe ich noch nie gesehen. Von SS. Geltint. Geltint? Kenne ich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Kirsten, ich glaube, das freut dich jetzt auch, dass du hier total eine neue Welt eröffnet hast. Oh, ist das süß, guck mal. Also das lässt sich bestimmt gut auftragen. Wo mache ich dich denn noch hin? Oh, mein Gott! Ey, das sowas gibt es ja nicht. Oh, wie gerne würde ich mir alles raufschmieren. Oh, das ist ein Gel und macht so eine schöne Farbe. Also ihr kennt das bestimmt. Sagt mir mal einer, wie ihr das findet. Ich finde das, also alleine schon von der Aufmachung her, finde ich das total klasse. Und das ist ein Gel, was so eine schöne Farbe hat. Oh, ich rieche wie ein Bonbon. Toll. Das ist eine Firma, die kenne ich ja nicht. Guck mal. Oh mein Gott, was ist das? Nee, das zeige ich euch. Das müsst ihr selber lesen. Hoffentlich kriegt das jetzt hier hin. Ist das toll. Und so eine geile... Also, muss ich da drehen oder ziehen? Nee, ich drehe lieber, wa? Oh Gott, ich komme mir vor wie so ein Anfänger. Ah, so. Da kommt das vorne raus. Tatsächlich. Und da bin ich gespannt, was da jetzt rauskommt. Boah, ist das geil. Nein! Oh, Kirsten! Der ist so schön! Oh, der ist so Hammer! Und ich habe vor kurzem mir doch aus dem Aldi den Nagellack geholt und der passt so toll dazu. Boah, ich freue mich. Ich sage es einfach, ich freue mich zwei Wochen Arsch. Basta. Oh, der ist so geil. Das ist schon mal der absolute Burner für mich. Oh, ich habe erst überlegt, Mensch, wäre schön, so mal so ein Art Lippenstift für den Nagellack zu haben. Oh. Eigentlich würde ich jetzt mal kurz abbrechen. Ich freue mich so. Ist das süß alles. Oh. Von P2, der sieht ja so Hammer aus. Guck mal, wie eine Jeanshose. Oh Gottchen, nee. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich zeige euch mal jetzt hier die Nummer oder den Namen.
Oh, ist das... Oh nein. Oh, so ein Baby. Wieso? Oh. Oh, nee, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, ist das nicht hübsch? Dann ist total schön, ey. Also in dem Punkt bin ich ja so froh, dass ich doch nicht so oft zum DM komme oder irgendwo hin. Ich bin ja hier wirklich total blöd. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier alles habe. Das ist der Burner. Oh. Weiter, weiter, weiter. Von Catrice. Ist auch ein Lipgloss. Neotone, wa? Oh, Mensch, ey. Wartet mal, ich muss euch das wieder reinhalten. Da mache ich wenigstens verkehrt und laber nicht irgendeinen dummen Mist. Habt ihr die Nummer? Jo. Das sind Dinger, die habe ich noch nicht gesehen. Oh, so ein schönes. Ja, so Nude. Da ist er. Ist er der Burner, oder? Oh, ist geil. Ich freue mich so dermaßen. Ich freue mich so irre dolle. Und ich habe letztens ein Video gesehen mit dem Horten oder sowas. Mache ich gerne, weil man merkt es ja, ich habe sowas alles ja nicht so recht. Ich muss immer wieder sauber machen. Und. Oh, da halten ja welche richtig fett. Hey, oh, ist das schön. Vor allem der rote, den ich euch da gezeigt habe, dieses komische rote Gel. Da, ich habe eben ein Feuchttuch abgewischt. Das Ding sitzt. Oh, da freue ich mich so dermaßen. Oh. Also, ich werde nicht einmal sagen, oh, das werde ich testen. Nee, ich werde es nicht testen, ich werde benutzen. Weil testen ist ja so, als wenn ich immer probiere und dann einfach beiseite packe. So sehe ich das immer. Oh, und was bist du für ein Schatz? Oh, der sieht ja toll aus. Milani? Milani? Milani, was ist das? Sieht das edel aus. Guckt euch das mal an. Also da forsche ich nach, was Milani ist. Der sieht ja toll aus. Boah. Das ist ein ganz schierer Ton, aber sehr, 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 sehr hübsch. Milani. Also das steht jetzt hinten drauf. Wartet mal. Ich hoffe. Das kann man gut erkennen. Der, oh, ist ja gleich ein Fussel hier dran. Der sieht ja so Hammer aus. Ey, der ist ja... Der hat auch so einen ganz eigenartigen schönen Duft. So was, was man noch nie gerochen hat, beim Lippenstift. Nee, das ist ja. Kirsten, was hast du denn da für einen Schatz ausgegraben? Hoffentlich ist dir das nicht passiert. Nicht, dass du den lieber doch hättest behalten. Der ist ja so schön. Habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Noch nie gehört. Aber ich forsche danach. Das ist ja irre. Einen ganz tollen, wie eine Melone, so ein Duft. Oh Mensch, ey. Ich glaube, wenn ich weiter so dumm so rumlaber, dann dauert er 3 Jahre hier. White, wie heißt das? Also erstmal zeige ich sie euch. Pink, pink ist schon mal gut. Und der ist von Wet n Wild, ist der. Ah! Da hat mir doch die. Knutschfan war eben, habe ich doch gewonnen. Oh Gott, der ist ja hübsch. Der ist so seidig. Das hier mag ich ja auch wieder total. Seht ihr das gut? Klar, ihr habt mir sofort eine Antwort, ob ihr das gut seht. Ich weiß ja einfach, was ich mir nachher rufmachen soll. Oh, ist das geil. Der ist wunderschön. Oh, jetzt habe ich mir was an der Nase geballert. Klasse. Oh, der ist. Der ist wunderschön, wunder, wunderschön. Perfekt. Und jetzt kommt von Rival de Loop. Ich muss das jetzt einfach so ins. Glossy? Okay. Das ist die 204.
Boah, guck mal. Ist der Hammer oder ist der Hammer? Wunder, wunderschön. Als ich angefangen habe, habe ich Opus 4, glaube ich, 3 oder 4 Lippenstifte gehabt. Gut, das hat sich ja schon ein bisschen geändert und jetzt erst recht. Oh, ich freue mich so. Oh, ich freue mich, alles so umzusortieren nachher und alles. Oh. Aber ich muss ja noch ein bisschen arbeiten. Also ich werde nachher später erstmal arbeiten und dann mich selbst belohnen, indem ich hier meine ganzen tollen Sachen neu einsortiere. So, weiter. Was nehmen wir jetzt? Hier steht drauf, für Frische. Mhm. Machen wir mal schnell mit meiner Schnippschnapp das hier auf. Und hier. Ach, da ist ja noch einer. Also ich denke mal, das wird mein längstes Video sein. Also wenn ihr das nicht interessiert, müsst ihr einfach abschalten lassen. Oh! Aha, von Rivaldo Yubiang. Ich glaube, das gibt es bei uns im Rossmann ja nicht, das dieses Yang. Ich glaube, das ist eine irgendwie bestimmte Theke oder so, denke ich mal. Aha. Ja, da bin ich ja gespannt, was ist denn das? Die flüssige Textur entsprechend. Optimal mit der Haut an. Jetzt muss ich das probieren. Ah, das ist ein Pumpspender. Ups. Ah, das ist so was. Jetzt verstehe ich erstmal. Das muss man. Oh, da muss ich aber testen, wa? Hoho. Wartet. Jetzt muss ich mal. Oh, ich bin so geschmattert schon. Auf der Apfelbecken, da kann ich mir vorstellen, weil man ganz schnell gehen muss, dann nimmst du so weit und tupfst es irgendwie, ich tupfe das mal schön ein und schon hat man frische Bäckchen. Toll, das kenne ich auch nicht. Ist das schön, dass man so Sachen hat, ja, die sich hier nicht wiederholen oder so was. Das finde ich klasse. Das ist natürlich eine ganz Bombensache. Oh, weiter. Testet? Ach so, getestet hat sie bloß, oder wie? Kirsten, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Ich hoffe, du verzeihst mir. Aber ich glaube, das heißt so. Testet. Ja, schauen wir mal. Huhu. Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Oh, ich hoffe, du freust dich auch so auf meine Sachen. Aha. Was ist denn das? Granatapfel unterstützt den. Eine Tagescreme mit Bio-Granatöl. So was gibt es? Oh, die ist ja noch zu. Oh, die lasse ich erstmal zu. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber kennt ihr das? Also das ist schon mal interessant, oder? Aber ihr werdet bestimmt kennen. Aber von welcher Firma ist denn das? Made in Frankreich. Regenerierend. Da bin ich echt gespannt drauf. Oh mein Gott! Lovely. My Green. Meine Creme. Oh, das ist ja Hammer. Na, da bin ich echt gespannt. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Hier drauf bin ich ganz doll gespannt. Mein Liebling zum Beispiel liebt Florena. Ich nicht unbedingt. Ich mal probiere. Ah, die kann ich. Ja. Ich meine, was ich cool finde, wie gesagt, ich mag ja auch so eine kleine Sachen für empfindliche Haut. Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren, ne? Oh, die hat was. Die hat echt was. Oh Judith, ich sollte, also in dem Punkt sollte ich endlich mal aufhören mit meinen Vorurteilen, oder? Das ist so samtig.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es mit Kamille, mit natürlicher Kamille aus konzentriertem biologischen Anbau und Provitamin B5 beruhigt empfindliche und strapazierte Hände und spendet ihnen intensive Feuchtigkeit, zieht schnell ein und sorgt für ein zartes und geschmeidiges Hautbild. Das glaube ich. Küsten, wisst ihr was? Finde ich gut. Wenn ich am Brenner sitze oder mit Ton arbeite, dann habe ich immer ganz dolle, schnell trockene Hände. Und die ist wirklich in die Zunge. Oh, ich entschuldige mich bei Florina. Wer bist denn du? Lotion? Ich glaube, ich müsste Pause machen, ich weiß es nicht. Das sieht ja interessant aus. Also Kirsten, ich würde gerne wissen, was das ist. Ich werde das gleich mal öffnen und schnuppern, falls es schon auf ist. Nimmt man das zum Waschen? Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Ich will mein Tröpfchen haben, ich traue mich nicht. Nicht, dass eine ganze Ladung rauskommt. Das riecht irgendwie gut, aber ich weiß nicht, was das ist. Lotion steht da jedenfalls. Das kann ich entziffern. Liebe Kirsten, ich glaube, wir brauchen Klärungsbedarf. Du musst mich aufklären. Ich bin echt zu blöd. Ich weiß nicht, was das ist, aber das sieht toll aus. Also, das ist bestimmt eine Lotion. Aber ist jetzt was zum Waschen? Nicht, dass ich mich damit hincreme und dann muss ich mich damit waschen. Oh, ich schmeiß mich weg. Ist ja cool. Also wenn ich da morgen irgendwie total schäumend hier sitzen würde, dann wüsstet ihr Bescheid. Eine Bodycreme. Na, das klingt ja ganz toll. Reichhaltige Körpercreme mit wertvollen Pflanzenwirkstoffen und Hautvitaminen, Intensivpflege, regeneriert und zart, duftend, frei von Parfüm und Farbstoffen. Aha. Ja, guck, I show. Ich habe das eigentlich immer geliebt, wenn die so Paketchen auspacken und dann alles ausprobieren. Oh. Also für sowas bin ich total zu haben. Oh ja. Das ist so pflegender Duft, so. Ich stelle mir das so vor, wenn ich so im Hotel bin und die kleinen Packungen auspacke und mich abends oder zum nächsten Tag fertig mache und das alles so benutzen kann. Oh Kirsten, du wirst jetzt immer auf meine Reisen dabei sein, glaub mir das. Klasse, super, schön. Und die zieht auch in, also es ist nicht dieses Babs-Gefühl. Ich greife jetzt einfach weiter rein und nehme mir irgendein Päckchen raus. Basic. Sind ja was für Untergrund oder für oben. Ich habe mir nicht mal einen Kaffee oder irgendwas mitgenommen. Oh Mann, ey. Wenn ich da bestimmt nachher mal kurz eine Pause mache, ich bin so erregt. Das kann ja nochmal luxen, denn hier, was hier alles auf dem Tisch schon liegt. Based. Was ist denn das? Primer and Fine. Oho. Primer and Fine. Aha, also unter Make-up. Ja, Grundierung, die das Hautbild sofort verfeinert. Eben weich macht und lässt was. Macht Poren und Linien unsichtbar. Boah, der wirkt 20 Jahre jünger oder was? Ja, da bin ich gespannt. Das sieht schön aus, auch so irgendwie von der Farbe. Ich meine, die Farbe wird nicht ausmachen. Ist ja der Hammer. Und der hält Make-up denn doof? Gott, ist das schön. Ist das schön? Oh, ich weiß ja einfach, ich mir zu alt, also erstmal drin schmieren soll. Und das fasst sich so schön, so weich an. Klasse. Oh,
Wieder was Neues. Weiter. Hyper. Aha. Entspannung pur. Perfekt. Hat bestimmt was mit Baden zu tun. Ja, cool. Oh Mann, als wenn das einer geahnt hat. Ich bin mir ziemlich ausgebombt mit sowas. Außerdem habe ich sowas erst eh mal benutzt. Und das war letztens, wo ich im Video erzählt habe. Losgelöst. Völlig losgelöst. Verwöhnt die Haut. Inspiriert die Sinne. Ne, das brauche ich. Kann man da auch riechen? Ich meine, er riecht ja immer irgendwo dran. Ne? Guck mal. Das heißt doch glatt für mich, ab in die Wanne. Ich mache das unheimlich gerne. Ich lege mich in eine Wanne. Und dann gucke ich mir Videos an. iPad wird auf den Hocker gestellt, ab in eine Wanne. Und dann ziehe ich mir da was drin. Seelenzart. Verwöhnt die Haut intensiv. Mhm. Wildrose und Iris. Ach, da unten steht's. Sandelholz, Mandelblüte. Da bin ich gespannt. Wie soll sowas riechen? Nein, nur haben die Beete hier geschmust. Ich glaube, da riechen die Beete gleich. Aber total cool. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich total drauf. Super. Entspannung pur. Benutzt du die auch? Ich denke schon, wa? Boah, was ist denn das für ein... Oh, das ist aber schwer. Fresh and sexy? Ja, bin ich jetzt richtig? Oh, das fasst sich so schön an. Oh. Oh, nein! Oh, Kirsten, da freue ich mich total. Oh, ist das schön. Oh, nee. Oh mein Gott. Oh, da freue ich mich total. Ich weiß nicht, wo ich das hinschmieren soll. Ich bin jetzt so... Ich muss gleich mal nochmal alles abreinigen. Aber dieses Rouge, was ich da vorhin hatte, dieses Flüssige... Leute, ich wische hier. Da ist immer noch ein Hauch zu sehen. Also das heißt, das bleibt da, wo es sein soll. Das ist super. Klasse. Oh, ich muss mich trocken noch machen. Oh, ich bin so aufgeregt. Das wirkt vielleicht nicht so, aber das ist wirklich so. Ich bin total, total aufgeregt. Also so weit... Oh, ich kann es ja nicht fassen, ey. So, wo ist er denn mal? Oh, da freue ich mich total dolle drüber. Das ist ein Blush. Für natürlich frischen Tag. Gebackener... Ich habe sowas noch ja nicht in gebackenen Blush. Oh, ist der schön für den Herbst jetzt. Ich finde den total schön. Ich habe auch sowas überhaupt nicht so mit so einem leichten Schimmer. Na, das ist ja geil, da freue ich mich. Oh, super. Und das ist ein limitierter. Hallo, ho. Habe ich euch den jetzt schon gezeigt? Doch, ja. Hoffentlich habe ich nicht verpasst und euch das nicht richtig gezeigt. Boah, ist der Hammer, ey. Matt von P2, ein Matt Eyeshadow. Na, das spricht mal lieber Lena aus. Oh. Na, das ist doch mal eine Farbe, oder? Mann, ey, das ist so schön. Ja, total schön. Irre, oder? Oh, da freue ich mich ja drauf, ey. Ich werde das, also ihn zeigt mir jetzt vorhin noch, ich bin total, oh, total nervös, ich muss ja wieder runterkommen. Ich werde mir das alles so schön nach Farben so sortieren. Oh, da ist doch mehr, noch viel, viel mehr. Ah, ein Ton dunkler. Oh, Mensch, ich muss euch das jetzt zeigen. Das kriegt eine Schelte. Oh, mein Gott. Also ich finde toll, dass du da irgendwie auch an... Der sitzt daneben. Das ist schon fast ein Augen-Make-up, ne? Will ich mal sagen. Oder seht ihr das anders?
Klasse. Ich würde mir jetzt alle zu schöner Farben. P2. Oh, ist das süß. Oh, das ist ja wieder so ein Reiseding. Von P2. Oh nee, ich würde jetzt so nur euch Mist vorlesen, das würde ewig dauern. Oh, das ist wieder voll so ein Reiseding. Oh, sind die pigmentiert. Ey, ganz klasse. Also interessant ist ja der Teil, was da drin ist. Wo waren das jetzt da hier? Das hätte ich jetzt nicht vermutet, dass die so gut pigmentiert sind. Seht ihr das gut? Ja, guckt euch das mal an. Und ganz interessant ist ja, da ist so ein komischer Pinsel drin. Applikator, ein Schwämmchen und ein Pinsel. Habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, noch nie. Mmh. Oh, ich freue mich total, ey. Total. Ein Bronzer-Sieg. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Oh, ich bin jetzt nervös. Ich kriege die Packung nicht auf. Ich habe hier nur oben aufgemacht, wie so ein Säckchen jetzt. Aber irgendwie ist das alles ein bisschen... Ah, hat es zusammengeklebt. Oh, ich glaube, mein Hamstermonat. Oh. Oh, guckt euch das an. Oh, ist das geil. Ich freue mich so. Oh mein Gott. Oh, hey, wer hört mich hier juchen? Die kommt leer angedonnert. Ja, mein Puppi. Oh, die Mutti hat, guck mal, die Mutti ist Weihnachten heute. Oh, ist der schön, ey. Ist der schön. Ist der schön. Oh, da freue ich mich ja total, ey. Oh, Mann. Da freue ich mich wirklich ganz doll. Hast mir echt eine mega Freude mit dir gemacht. Ich hätte auch nicht gerechnet, dass es wirklich so viel ist. Und ich hoffe, ich werde dir recht. Boah, tut mir leid. Ich freue mich so dermaßen drüber, wirklich. Das ist für mich jetzt ganz schwer. Oh mein Gott. Oh, ein Bronzer. Matter Bronzer? Nee, glaube ich nicht, oder? Gibt es sowas eigentlich matt? Oh, der ist noch zugeklebt. Den hast du wohl wahrscheinlich noch nie getestet. Oh, es läuft mir hier die Tränchen runter. Entschuldigung. Ich habe gedacht auch, ich würde da ganz cool bleiben, aber... Oh, ist der hübsch. Guckt mal. Love to be matt. Das freut mich. Total. Guck mal. Ich freue mich. Und das ist so eine schöne Farbe. Die ist nicht zu dunkel. Oh, das ist so klasse. Ich freue mich so dermaßen. Ja, ja. In mir steckt ein weicher Kern wahrscheinlich. Jetzt brauche ich irgendwie erstmal ein Tuch für meine Tränchen. Ich dachte heute... Oh, ich mag überhaupt keine Heulbojen vor der Kamera, aber ich glaube, das kommt immer drauf an, warum man heult. Oh Gott, ey. Von Katrisen Almat, du hast wirklich zugehört. Ich bin ja nicht unbedingt die Glimmertante, aber das ist ja der Hammer. Ich muss das alle testen. Ist das jetzt ein Puder für... Warte mal, was hab ich? Oh, ich kann vor. Meine Augen sind jetzt total langanhaltend, ultra fein, glanzabsorbierender Puder. Mit lichtreflektierenden Pigmenten für einseitigen, matten und ebenmäßigen Tank. Für alle Hauttypen geeignet, dermatologisch getestet, ölfrei. Das ist ja Hammer. Kenn ich nicht. Also, ich habe eh den halt schon so viele Jahre, den benutze ich, der ist jetzt fast alle. Und das ist Wahnsinn. Naturell beige, das ist die 015.
Ey, das macht mich so, so glücklich. Finde ich so toll, freue ich mich so dermaßen. Und das sieht ja erstmal Hammer aus. Alleine schon die Verpackung ist ja der Burner. Oh mein Gott, was ist das? Wartet. Der ultrafeine und seidige Puder verleiht der Haut einen dezenten Schimmer und setzt tolle Akzente auf Wangen und Dekolleté. Ah, gucke an. Oh, ich habe ja von der Marion auch so eine Pärchen gekriegt. Die finde ich ja auch so toll. Oh, wie öffne ich denn den? Ich traue mich gar nicht. Boah, ist das hübsch. Nee. Boah, ist das hübsch. Oh, und ich gehe bald zum Sportlerball. Da passt das bestimmt unheimlich gut. Oh, das schimmert. Guckt mal. Das ist nicht so Disco-Kugel, sondern so ein schöner, zarter, sanfter Schimmer. Schön. Oh, ist das schick, ey. Und so hübsch verpackt. Ist ja Wahnsinn. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich ganz dolle. Highlighter-Puder. Color im... Oh Gott, nee, ich kann ja nicht aussprechen. Ich bin da so... Da freue ich mich dolle. Das ist so... Das ist ein Schimmer. Und nicht wie so... dass hier alles auf einmal naja, so bling, 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 bling ist irgendwo. Muss ich nochmal rennen. Klasse. Da freue ich mich. Da freue ich mich tierisch. Also, oh, ich, nee. Eigentlich müsste man mal kurz eine Pause machen, weil ich bin so geflasht. Also nachher werde ich mal eine kurze Pause machen. Oh, von Douglas habe ich was. Oh nein. Pastell Eyeshadow 02 von Douglas. Sieht man das überhaupt? Ach doch, da, oh. Von Douglas. Oh. Oh. Ey, das ist ja wunderschön. Kickt euch das mal an. Oh, ist das schön. Habe ich euch das jetzt so gezeigt? Das ist... Also in der Kamera sah ich eben mordsmäßig lila aus. Aber das ist so lila, grau... Ich sag mal so ein pudriger Ton. Aber super, super schön. Und dennoch von Douglas. Oh, meine ganzen Highlights werde ich hier alle platzieren, du. Nee, du. Oh. Ich meine, mit Lippenstift habe ich immer alles zusammengerissen, aber nachher kam ich durch, ja. For you. For you. Gott. Eis. Fasst sich dünn an? Also, das wäre jetzt so cool. Wenn ich das vermute. Was ich denke, ist so wie. Na, hier so eine. Oh. Ich komme. Also, für die Augen. Die Stifte, so was meine ich jetzt. Ich komme nicht drauf, ich bin total geflasht. Oh, sieht das geil aus. Das sieht aus, als wenn ich mega shoppen war. Wow! Oh, was ist denn das? Ein Schimmerlook? Highlight perfekt. Oh, das ist bestimmt mal für den Inneren, auch für die Augen, wa? Und ein. Ach, ich zeige euch das erstmal. Oh, der ist sehr hübsch. Oder vielleicht mal unter der Augenbraue oder so. Hoffentlich fangen die gleich wieder an zu quaken. Oh. Irgendwas blinkt bei mir in der Kamera. Bin ich schon so lange in Jange? Oh. Shit. Boah, kick mal. Also ist doch echt was, das ist total weich. Für den Augeninnenwinkel, so ganz zart. Wieso blinkt denn da bei mir was? Das muss ich wohl ja sehen oder was? Natürlich aber ja nicht. Denn ist hier so ein... Oh, ich probiere das schon einfach aus.
ein Eyeliner Base Kajal 010 von Base. Also Base war doch, war das nicht bei Schlecker mal irgendwie? Ich glaube ja. Na, endlich mal. Also, Kirsten, ich danke dir dafür so, so, so dolle. Wisst ihr warum? Ich habe so eine Naturfarben, also Hautfarben, und der ist so blöd. Da habe ich schon mit Feuerzeug versucht, wenn man ja, das sind ja so die alten Tipps, dann ist der von Catrice ja. Der finde ich so furchtbar, der tut weh. Das geht nicht, dann hau ich den weg. So. Man muss sich auch mal trennen können, ne? Long Lasting Pant in Schwarz. Ah! Ihn zum Rausdrehen, so inner. So ein Eyeliner? Ist das ein Eyeliner? Kajal. Mensch, jetzt habe ich es endlich. Oh, ist der weich. Und der ist Long Lasting. Also heißt es, der hält. Ich mache das gerne unter meine Augen, unter meiner Wasserlinie. Perfekt. Das wird doch alle benutzt von Mutti. I Love Rock Gloss Eye Paint. Was heißt Gloss Eye Paint? Oh, der ist ja aufweich. Also das ist der jetzt hier oben und das war der unten. Jetzt habe ich euch den ja nicht so gezeigt. Heißt jetzt meine Festplatte? Ist nicht, dass ich umsonst hier alles laber und mache und tue? Und von Alverde. Da ist Glitter drin. Kennt einer den von euch? Also ich habe sowas noch, ich habe das noch nie gesehen. Bei uns gibt es Alverde, glaube ich. Oho! Oh, der ist ja hochhübsch. Ich stelle mir das ganz toll vor, wenn man so Braun trägt. Braun und Töne und so weiter. Guck mal. Oh, der ist da wirklich schön. Da freue ich mich drüber. Ich darf jetzt bloß nicht so lange lesen wahrscheinlich. Irgendwas macht meine Kamera auf und ich nehme die nur auf und ich laber hier nicht gegen die Wand. Ja. Auch hier ist ja noch was drin, das sehe ich alles erst jetzt. Ah, das ist ja ein anderes Papier, ist da noch. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, hier steht eine Struff. Oh, nein! Oh, ist das schön. Oh, Kirsten. Ist das schön. Oh, ich habe letztens erst so gedacht, ich möchte auch mal so was haben, was so einen leichten Glow hat. Limitierte Edition von Catrice. Ein Brush. Und wisst ihr was, ich habe mir das echt gewünscht, ich wollte auch mal so ein Rouge haben mit. Oh, ich bin so aufgeregt. Ah, oh, kickt euch das mal an. Ist der hübsch oder ist der hübsch? Brat mir ihn einen Storch. Oh, ist der schön. Ich finde das so toll, weil die haben alle mal so ein. Dadurch sieht das Gesicht dann auch ebener aus. Oh, ich finde das so schick. Guck mal. Oh. Oh, die Kamera kommt ja mächtig rüber. So, jetzt bin ich wieder da. Wir waren bei dem Brush. Bei den super, super schönen. Und ich habe kurz einen Cut gemacht. Ich habe so was von geheult. Das wollte ich irgendwie antun. Und habe mir schnell noch einen Kaffee gemacht. Kirsten, echt, du bist verrückt. Das sagen immer alle, aber das ist wirklich so. Das ist so. Wenn ich das so sehe, ich saß ja vorhin noch kurz, hab so geheult, hab mich über alles noch so gefreut, musste alles noch mal kurz in der Hand nehmen, Pause machen, ein Stück Kuchen essen. Liebling mir extra geholt heute, weil er gemerkt hat, ich hab wie eine Zündschnur im Hintern. Und konnte erst mal nicht abwarten, dass er zur Arbeit fährt, weil ich wollte das ganz in Ruhe jetzt hier machen. Naja, und meine Speicherkarte war ja eben voll. So, jetzt geht's weiter. Die hatte ich mir jetzt schon daneben gelegt, damit ich das nachher nicht durcheinander bringe. Und dann nochmal was von Alverde. Ist das nicht cool? Oh, ich muss euch ja das umdrehen, stimmt ja. Oh, ich bin da gespannt, ey. Ich weiß ja nicht, was ich nachher alles in mir drin klatsche. Oh, das ist ja, guckt mal. Aber das sieht nicht aus wie ein Puder. Nee, das ist so, das ist wie eine Creme. Aber
Aber das wird ein Puder. Oh, das wird ein Puder. Also wenn man das jetzt so auf meine Haut normal sieht, dann ist es richtig, sag mal, ein Hauch. In der Kamera leuchtet das wahnsinnig. Oh, ist das schön. Ich glaube, die Moldavita hat bestimmt ganz viel davon, weil die liebt ja auch Alverde. Winterrose heißt das. Oh, ist das schön. Den haben wir ja hoffe ich doch bald. Oh, ich freue mich. Total cool. Also bis jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich meine Pause gemacht habe, habe ich mal ganz kurz mal so bei mir geluxt. Es ist noch nicht ein Teil hierbei, weil ich auch habe. Nichts. Das gibt, so weit gibt es doch eigentlich gar nicht, oder? Von P2 Summer Jo. I take. Oh, ich zeig euch dann. Oh, das sieht auch schon so cool aus. Mut die mal auf. Oh, ich muss hier mal volle Drohre reingehen. Oh, das sieht so Apricot aus, so. Dort ist er. Hallo? Mann, ist das cool. Oh, was nehme ich denn nachher? Oh, wenn der aussieht wie ein Pfingstochs, ist mir auch real. Oh, hier steht schöner Teint. Na, da bin ich ja gespannt. Also schön Teint oder schön. Oh, hier ist Kleber dran. Ah. Ohne Momentum. Ihr müsst halt echt durchhalten. Und wenn ich denn, dann klemmt er mich einfach ab. Ganz einfach. Schöner Teint. Oh, mein Helga, guck mal, Mutti hat so eine feine Sache. Von Balea getönte Feuchtigkeitscreme. Naturell, jeder Hauttyp. Intensive Feuchtigkeit, ein Hauch Farbe. Balea getönte Feuchtigkeitscreme mit Make-up ähnlicher Textur verleiht selbst müder Haut einen strahlend gesunden Teint. Na, da bin ich gespannt, das werde ich nicht benutzen. Oh, das ist toll, dass du mir sowas mitgeschickt hast. Ich mit meiner selbstgemixten BB-Creme, lernen was Neues kennen, vielleicht, ich hoffe, das Wort gibt es noch. Also, wenn einer das weiß, dass es das noch gibt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Und wenn ich das richtig gut finde, dann wird doch das glatt mal genommen, ne? Ich mach's mir jetzt mal hier so ein bisschen auf. Oh, guck mal. Eigentlich eine schöne Farbe, wa? Oh, das sieht so toll hier aus. Oh, ich komme mir vor wie früher im Wintershop. Ja. So weit gibt es von Balea. Kann ich da unter diesem Primer machen? Möchte ich auch probieren. Ich möchte so alles ausprobieren. Der hat eine beautiful, schöne Farbe, oder? Ha? Oh, das sieht echt schön aus. Also, wenn ich das noch kriege, dann, wenn ich das getestet habe. Nach der Reinigung auf Gesicht und Hals auftragen, gleichmäßig verteilen. Der besondere UV-Schutz sogar. Aha. Das ist ja klasse. Oh, Serma. Schön. Oh, ich bin so gespannt. Stäbchen, da steht drauf neu. Wie neu? Hast du das extra gekauft? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Das sollte nicht sein. Oh, ist die geil. Also wirklich. Lash Wonder Mascara von P2. Verführerische Augenblicke. Volumen. Oh, das ist schön. Verlängerung und Verdichtung sorgen für einen sinnlich magischen Augenaufschlag. Oh, und ich und meine Kuhwimpern, ey. Ja, da bin ich auch gespannt. Oh, die nehme ich nachher gleich. Oh, nimmst du die auch? Findest du die selber so gut? Oder wieso hast du mir die mitgeschickt? Na, das ist ja toll. Oh, hier sind die noch. Leute, hier sind noch Proben drin. Von L'Oreal. Proben finde ich ja schon so toll, ja. Also, das ist ja Wahnsinn. Also, Proben sind ja so
wie gesagt, für unterwegs. Ich liebe das, das schleppt man hier so riesen Verpackung mit. Ich zeige euch die mal. Von L'Oreal. Oh, ist der irre gut. Oh, Kirsten, da bedanke ich mich ganz doll für. Das ist so, so schön. Das ist Hammer. Eine Day Cream. Und das andere ist Konzentrat. Oh, das muss ich mir erstmal in Ruhe durchlesen. Mmh. Oh, ich liebe sowas. Oh, ich liebe das. Wenn ich mein kleines Köfferchen dann fertig mache, wenn ich losdüse. Oh, ich finde das so schön. Und hochkonzentriertes Serum von L'Oreal. Mensch, das ist auch cool. Ich meine, kann ich gerne mal ausprobieren vielleicht. Wie gesagt, in meiner Pflege, da investiere ich ja dann doch schon ein bisschen mehr. Das Serum alleine oder vor der täglichen Pflege morgens und abends vor? Das Serum alleine oder vor der täglichen Pflege morgens und abends auf das gesamte Gesicht auftragen. Augenpartie vermeiden. Augenkontakt vermeiden, wenn ich. Oh. Sofort die Haut wird intensiv. Also kriegt die gute Ausstrahlung, das Erscheinungsbild von unregelmäßigen Pigmenten, Haut wird sichtbar verbessert. Na, das ist doch klasse. Da kann man sagen, das probiere ich aus, weil das ist ja eine Probe, ne? Da habe ich 2 Mal bekommen. Oh, klasse. Oh, mein Täschchen wird aber dann schön gepackt. Oh, nee. Oh. Oh, Schatzilein, das ist aber schön. Von Kiko eine Probe. Oh, da kannst du mich mit zuballern, ey. Oh, das ist so toll, dass man das ausprobieren kann, weil ich, wie gesagt, ich fahre ja mit meinem Liebling mal in die Schweiz zu meiner Anna, also zu seiner Anna eigentlich, das ist ja meine Stieftochter, und da gehe ich dann zum Kiko, und wenn ich sowas mal ausprobieren kann, dann kann ich sagen, das hole ich mir mal von Kiko, das gönne ich mir dann halt, ne? Und Kiko hat ja manchmal auch ganz gute Angebote, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das ist so schön, Anti-Aging Foundation. Oh, da freue ich mich so dermaßen. Also, wenn ich das getestet habe, ja. Und das ist ja gut, ich kann ja durcheinander bringen, weil ich weiß ja genau, von wem ich das denn habe, weil habe ich ja, sowas habe ich überhaupt nicht. Dann gebe ich euch Bescheid. Oh, da freue ich mich. Ja, wir kommen langsam dem Ende entgegen. Fürs was? Fürs Wohl? Ach, fürs Wohlbefinden. Aha, fürs Wohlbefinden. Ja, das können wir so manchmal brauchen. Knister, die Knaster, die Knister. Ja. Papier ist ja wirklich niedlich mit Katzen. Ich hatte ja früher mal eine Perserzucht. Deswegen habe ich auf meinem Rücken eine große Perserkatze mir tätowieren lassen. Halt die Frau fest. Nee. Ich weiß nicht, ob du das Video da verfolgt hast oder irgendwas. Als die Marion mir ihr, mein, ich habe ja auch, ich bin jetzt deutsch durcheinander, bei der Marion gewonnen und da war auch eine Probe drin, eine Augenmaske. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher eine Augenmaske gehabt. Ja, 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 ich kann es probieren. Oh, ist das schön, ist das schön. Mit Omega-3, Antifalten, das können wir echt gebrauchen. Mensch, sieht auch schon bald aus wie ein Plissé-Rock. Oh, da freue ich mich total, total, total. Feuchtigkeitsmaske belebend, die Haut spürbar mit Papaya-Extrakt, erfrischend. Die habe ich auch noch nicht. Von Balea, die habe ich auch noch nicht. Aha, mal sehen, ob jetzt irgendwas mal kommt. Was ist das? Augenpads? Kirsten, du wirst es nicht glauben, ich weiß nicht, bei Instagram hast du das gesehen, gestern, wo ich euch allen eine gute Nacht gewünscht habe, da habe ich so ein bisschen dicke Creme drin im Gesicht gehabt. Und da hatte ich vom Balea die Q10-Maske. Und du schickst mir Augenpads davon. Oh, es wird geil. Oh, ich mache sonst immer Mittwoch und Samstag, sage ich immer, gehe ich durch den TÜV, ja. Da mache ich immer meine Maske und was nicht alles, was man so als Frau macht. Aber ich musste das vorziehen, weil ich Sonnabend absolut keine Zeit hatte, um mir auch deine Geschenk irgendwie fertig zu kriegen. Aber das ist ja klasse. Da freue ich mich total drauf.
Super, super. Rivalde Loop Peel Off. Poren tief reinigen. Nee, die habe ich auch noch nicht gehabt. Die habe ich auch noch nicht gehabt. Boah. Mit Aloe Vera. Aloe Vera ist und so cool. Ich hatte mal so eine Zimmerpflanze. Ich komme jetzt bloß nicht drauf, wie die hieß. Wo man das Blatt so schräg abschneidet und dann kommt da so ein Saft raus. Das ist eine Aloe Vera Pflanze gewesen auf jeden Fall. Und Kamille-Extrakt. Habe ich noch nicht. Oioioioioi. Heilerde Gold Kamille. Luvus. Wo hast du denn die gekauft? Gibt's die beim DM? Die Maske gleichmäßig auf Gesicht, Hals und DGT auftragen, dabei Augen und Mundpartie ausspannen. Nach 5 Minuten, so wie immer, lauwarmem Wasser und einem Pad leicht massieren. Abnehmen mit. Das ist ja toll. Kenne ich noch ja nicht. Ich finde das so mal schön, dass wir gleich zwei Anwendungen haben. Naturreine Heilerde. Mann, ist das cool, da muss ich ein Foto vormachen. Dann habe ich Modder im Gesicht. Da freue ich mich jetzt schon auf Moddern. Perfekt. Hier ist nochmal ein Röhrchen. Ein. Also Beach. Beach. Beach, ist das nicht Strand? Nee, muss ich auspacken. Kann ich nicht lesen. Könnt ihr das lesen? Ich bin echt zu doof. Aha. Oh, das ist so Hammer, alles, ey. Ich bin so aufgeregt. Hä? What's that? Oh, jetzt kommt das wieder. Alterna. Was ist Alterna? Ist das irgendwie... Jetzt fehlen meine Englischkenntnisse, aber zum Glück haben wir ja, wir können ja heutzutage alles googeln. Ich könnte dich jetzt fragen, was ist das? Also bestimmt was zum Waschen, weil das schäumt ja. Oder was für die Haare? Kennt jemand das von euch? Ich meine, ihr gebt mir eh jetzt keine Antwort. Aber ist das nicht cool? Was macht das sein? Also ist schon mal ein Pump-Dings, jetzt riechen wir mal. Oh, das ist bestimmt was zum Waschen. Das riecht ja so, so sauber, so Style. Also hat was bestimmt mit Haare zu tun. Vielleicht auch ein Haarspray? Oh, das google ich nachher gleich mal. Da bin ich ja total gespannt, was ganz Fremdes. Oh, danke. Oh, fix. Oh, probieren. Oh, ich muss ja racken wie eine Irre, damit ich mit dir austoben kann. Oh, zwei Sachen haben wir noch. Sexy Eyes. Sexy Eyes. Ich und sexy noch. Sexy Eyes. Sexy Eyes. Na. Sexy Eyes. Ich bin ja nicht dieser Aufreißer. Oh Gott! Von Rivalde Loop Perfekt Style. Guck dir das mal an. Oh, von Rivalde Loop. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sowas ähnliches mal von... Oh, sind das schöne Farben. Von... Oh, von wem war das nochmal? Von Catrice. Das fand ich nicht so gut. Oh, das ist auch so weich und zart und... Oh, was nehme ich denn nachher bloß alles, ey? Oh, ist das schön! Oh, jetzt habe ich jetzt auf beide Seiten was geschmiert. Also, das beide sind die hinteren Farben von der Palette. Moment. Und das sind die alle, die sonst noch so drin sind. Ist das schön! So weich! Oh, von P2? Nee, von Rivalde Loop meine ich. Die 01 Nude. Oh, klasse. Ich liebe sowas Kleines. Ich meine, ich habe eine große Palette noch.
die 120er. Aber dann schleppst du ja immer so einen riesen Kasten mit. Oh, oh Mann. Welche soll ich denn nehmen? So, du bist aber auch. Ist okay. Und hier haben wir noch ein Päckchen. Swatch. Clone Swatch. Clone Swatch. Fass die an wie eine Torte. Mal schauen. Und was ist das? Ah, da hat sie mehrere Sachen übereinander gemacht. Er gucke an. Oh, Mini. Oh, Kirsten, du bist doch verrückt. Oh, die hat so noch zusammengeklebt. Oh nein. Oh, brat mir eh einen Storch. Wie oft ich das heute schon gesagt habe, möchte ich nicht wissen. Oh, schnell. Judith, bleib ganz ruhig. Mua? Kenne ich ja nicht. Oh, guckt euch das mal an. Nun guckt euch das mal an. Ist das nicht der Burner? Ist das schön. Oh mein Gott. Oh, hier ist auch zugeklebt. Ich möchte mir ja nichts kaputt machen oder zerreißen oder irgendwas. Oh, ihr müsst jetzt so eine Engelsgeduld mit mir haben. Die öffnet man nach oben. Ah, guck an da. Oh mein Gott. Oh, das ist auch nochmal so ein Creme-Dings. Was zum Puder. Kirsten. Oh mein Gott. Nein. Oh, ey. Leute, das ist hier. Oh, ist der schön. Das ist so eine Creme und dann... Ich glaube, die trägt man mit dem Finger auf. Würde ich auf jeden Fall tun. Oh, ist der schön. Von der Firma? Die Firma kenne ich nicht. Wo hast du denn da die geholt? Über das Internet vielleicht? Nee, kenne ich nicht. Habe ich euch das jetzt so hintenrum schon gezeigt? Ah, steht ja auch sogar drauf. Creme Brush. Oh, geil. Mann. Und von... Der hat Glimmer. Oh, da bin ich ja gespannt, wie der ist. Von Catrice, kennt ihr den auch? Na klar kennt ihr den. Das frage ich so blöd. Also die Farbe... Ich bin so froh, dass meine Kamera halbwegs gut ist. Oh, Mensch, ich muss mal wieder was abschmecken. Oh, ich habe ja keinen Platz mehr zum Ab... Oh nein, Judith, erst das eine, dann das andere. Ich brauche noch mal ein Tuch. Ich sehe schon aus, als wenn ich rote aufhabe hier. Da haben wir mal nur Schweine. Rotlauf. Oder können das ein Mensch auch kriegen, weiß ich jetzt ja nicht. Oh, schnell. Ja, das sieht man. Der Ton ist doch schön hier, ne? Oh, der hat so einen leichten Schimmer. Ich finde das so toll. Und vor allen Dingen kann man damit mal fremdgehen. Das kann man ja auch mal als Lidschatten benutzen. Oh, toll. Oh, da freue ich mich total. Das sieht ja aus. Das ist so Hammer. Ups, und jetzt kommt das letzte. Von Reval de Loop. Color Matte Art Quattro. Oh, das sind ja auch Hammer. Nein. Da ist so eine Farbe drin, die ich glaube, ich suche mal so einen Grünton. Ich liebe ja Grüntöne auch. Ich meine jetzt vor allen Dingen zu dieser Jahreszeit, ja. Das ist zugeklebt. Mal schnell ab. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Oh, ist der schön. Oh, ist der schön. Oh, Kirsten. Mensch, wir sind wildfremde Menschen. Ich habe Inter schon so überlegt,
Wenn man sich hätte so auf der Straße gesehen, hätte man vielleicht sich angeguckt, aber ich weiß nicht, ob man sich angesprochen hätte oder irgendwie. Und durch YouTube, durch diese große Medienwelt, dass man da Menschen kennenlernt, wo man sich schreibt, so wie mit Knut Schwenn oder mit Mein Butz oder mit Mausi S oder mit Betty, Sweet Jasmin Baby Moldavid und Just Susi und Silke und was das alles und, ach, ich könnte so viel aufzählen. Ich freue mich immer so, wenn ich esse oder irgendwie, dann habe ich immer ein Video an oder wenn ich in der Wanne liege oder selbst bei meiner Arbeit habe ich Videos an und gucke die an. Weil es sind ja nun mittlerweile so viele Leute, die man abonniert hat, da möchte man auch irgendwie hinterher mit sein, ne? Achso, Mensch, oh, ich habe jetzt ja zwei, jetzt die Palette, ich wollte auch nie. Ich probiere auch nie, jetzt brauche ich mal meine Brille wieder. Wohl dem, der nicht blind ist. Die hat ja richtig. Die ist gut pigmentiert, also. Oh, doch, die ist gut pigmentiert. Wo war mein der Finger? Den wollte ich ja nochmal hier probieren. Oh, mein Gott! Oh, Judith! Oh, ich muss ja. Jetzt hau ich mir an der Hose, ist mir scheiße an. Hier bin ich ruhig spannend. Das finde ich ja total schön. Da sind die Farben. Ne? Dieses Art grün, grau, hell, braun, dunkelbraun. Nee, das Kind, das ist doch, das ist ein dunkelbraun. Das ist so schön. Ich finde diese Farbe, die ist so interessant. Das hat so ein Grün so. So ein Grünton so. Ich kann ja beschreiben, was für ein Grün. Ich meine, ich male, aber das Grün kann ich nicht. Ich würde immer sagen, so ein Schlammgrün ist das. Genau, Schlammgrün nennt man das. Jetzt sind wir durch. Meine Kartusche ist leer. Meine Polster. Ah ja, da ist ja noch was. Oh, von Kiko. Anti-Aging-Nachtcreme. Ultra regenerierende. Oh mein Gott, guck mal. Oh, ist das klasse. Oh mein Gott, dass ich nochmal in die gekickt habe. Mann, oh Mann, ist das schön. Ich bin total geflasht. Ich bin fix und fertig. Und ich muss ja mal einen Schluck Kaffee nehmen. Ich werde jetzt kurz Ordnung schaffen. Mir alles hinlegen, was ich jetzt gleich benutzen werde, und wer den keinen Bock mehr hat, der könnte dann ab jetzt bald einen Cut machen, weil ich jetzt hier nach mir einfach mal schminken werde mit den tollen Produkten von Kirsten. Also bis gleich, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich bin bereit. Hoffentlich wird es jetzt nicht schon zu dunkel sein, aber jetzt habe ich mir bestimmte Sachen rausgesucht und damit werde ich mich jetzt schminken. Zuerst wie immer, oh, das sieht so cool aus hier, also wirklich wie im Laden. Erstmal, ach, bitte, wir wollen jetzt woanders. Erstmal die Frise nach hinten. So. Ich hole mir schon mal ein Augenstäbchen. Und Ohrenstäbchen, Augenstäbchen. So, dann fange ich an. Von meiner lieben Kirsten. Ein Primer, ich habe sowas noch nicht probiert. Ich werde probieren. Also, ich werde das jetzt testen, weil. Werden wir ja sehen. Poren verfeinern. Ich denke mal, da nimmt man ganz wenig von. Gebe ich mir mal da, wo man doch die größeren Poren hat, hin. Oh, das fühlt sich richtig toll an. Mal sehen, ob da diese, wo ich ganz gespannt bin, ist ja diese getönte Tagescreme von Balea. Ich glaube, nächstes Mal gehe ich ganz anders im DM, wenn ich darin gehe. Also, ich habe vorhin nochmal schnell alle Lippenstifte durchgejagt. Meine Lippen tun schon ganz weh. Der sich ganz schwer auftragen lässt, ist zwar der dunkle, wo ich vorhin richtig ausgeflippt bin, aber, ich muss sagen, stört mich wenig. Weil den kann man ja schön mit dem Pinsel auftragen. So, jetzt habe ich dies drauf. Oh, das ist so schön. Total. Total schön. Muss man dann inziehen lassen irgendwie? Ich habe da keine Ahnung von.
ich bin so viel, ich noch mal einen Schluck Kaffee, falls ich noch mal drin habe. Aber das schon sieht schon anders aus irgendwie. Jetzt bin ich total gespannt auf diese Balea Tagescreme. Also bin ich wirklich total gespannt, was da rauskommt. Ist ja eine Creme, also trage ich die ganz normal mit den Händen auf, oder? Bin ich gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ich bin heute mal großzügig. Ich wurde ja beschenkt. Also wenn einer so hat, auch hat so eine Tagescreme von Balea und ist damit, oh die macht aber, guck mal an du, also das gibt's ja nicht, wa? Die deckt jetzt nicht groß was ab, aber man hat doch irgendwie, man sieht doch irgendwie frischer aus. Oh, ich leg mal ihn nach, das ist so viel schön. Und wenn man diese Ruf macht, die Farbe finde ich irgendwie schön. Dann habe ich so viel Ruf wie... Oh, scheiße. Oh mein Gott. Und ich mag nicht Filme schneiden. Nein, Judith, das massierst du jetzt schön innen und dann ist das auch gut. Also beim nächsten Mal... Wen ja nehmen, aber ich fand das so toll. Die kühlt auch so schön. Ich bin gespannt. Ich kenne das Zeug nicht. Also werden wir. Oh, jetzt gefällt mir das gut. Mmh. Oh ja. Oh, ist das schön. Jetzt gefällt mir das gut. Hm. Was sagt mein Butz immer? Schön die Augenbrauen wieder nachputzen. Echt schön geworden. Oh, das finde ich gut. Ja. Das ist toll. Machen wir weiter. Oh, ist ja Hammer. Oh, ich konnte mich wirklich nicht entscheiden. Das war ganz schlimm. Also, jetzt nehme ich mein... Also, wenn, dann machen wir das richtig, ne? Wenn, dann richtig. Benutze ich von mir aus jetzt aber mein vom P2, dieses Augenbrauenpuder. Wie gesagt, ich mache meistens nur hier oben die Ecke. Naja, heute machen wir, wenn denn richtig. Na? Heute Abend will ich mir noch meine Nägel lackieren. Kämme ich das hoch. Da steht so ein Deivel ab. Gibt es denn mal sowas? Und jetzt nehme ich wieder meine Kokos... Oh, da habe ich letztens verkehrt gesagt, nämlich Kokoswachs. Oh. Drück da kurz mein Bürstchen drin. Und wie gesagt, was man auf dem Kopf macht, warum soll man das nicht in der Augenbrauen machen? Manchmal, wenn ich dann meinen Pony nachföhne oder sowas, dann riecht das immer so schön nach Kokos, wenn die warme Luft darauf knallt. Ja, ich finde das total in Ordnung. Ja, fertig.
Könnt ihr euch vorstellen, ich glaube, wenn ich 120 werden würde, würde ich das erst alle kriegen. So, Kirsten, ich möchte mich erstmal bedanken, dass du mir keinen Balea-Quatsch hier, keinen Labello drin geknallt hast. Die Dinger hasse ich wirklich oder irgendwie so. Ich bin ja Kaufmanns Kindercreme-Fan. Aber jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich will ja meine Sicht pudern. Nö, ich mache keine Fehler heute, so fertig. So, nun geht's weiter. Jetzt nehme ich mir meine... Ja, mal kicken. Meine komisch selbstgemachte... Ja, für die Augen. Die Base für meine Augen, genau. Da reicht wirklich nur ein bisschen von. Das hält schon mal ein bisschen auf. Na, muss ein bisschen einziehen. Also finde ich nicht schlecht, dass ich mir das selbst da gemixt habe. Findet ihr uns gut. So, und ich habe mich entschieden, weil ich das noch nie hatte von Alverde, habe ich mich für diesen Lidschatten entschieden. Weil ich mich schon freue auf meine nächste Tour, kommt die auf jeden Fall mit. So, dann lege ich mal los, nicht wahr? Also ich gehe 1, 2, 3, 4. Also wie es kommt, ne? Die schimmert auch nicht so dolle. Nee. Oh, ich hätte die anderen Lidschatten auch noch genommen, aber die werde ich bestimmt in der nächsten Zeit vor der Kamera bestimmt auch am Wickel haben. So, dann gehe ich in die zweite Farbe und gehe schon mal in meiner Lidfalte. Diese Creme finde ich ja wirklich irgendwie angenehm. Sieht man nicht so zugekleistert aus. So, jetzt gehe ich in der dritten Farbe rein. Und gebe die mir erstmal bis zur Hälfte. Und wieder gleich ein bisschen in der... Oh, das sieht schon mal ganz gut aus. Also wie gesagt, bis zur Hälfte. Gott, ist das schön. Mmh. Ich finde, das sieht ja schon mal toll aus. Und dann haben wir ja noch die letzte, die dritte Farbe. Und das setze ich mir ins Hinten hin. Oh, sind das geile Farben, ey, die gibt's ja nicht. So, Pinselchen reinigen. Ich hoffe, euch wird das nicht zu langweilig. So, jetzt gehe ich nochmal in diesen Ton. Aber doch, ich nehme lieber einen anderen Pinsel. So einen Verblenderpinsel. Ne? Und verblendet schon mal ein bisschen. Von dem helleren noch. Wunderschön.
ist echt total schöne Farbe. So, jetzt gehe ich nochmal in diesen helleren Ton von diesen Brauntönen mit einem abgeschrägten Pinselchen. Oh, die sind so schön, die Farben. Also ich finde von der letzten Farbe in dieser Palette, wenn man mal unterwegs ist, da könnte man das wirklich auch auf die Augenbrauen nehmen. Das ist so toll. Und weil ich zum Glück auch ziemlich dunkle Augenbrauen habe, passt das eigentlich schon ganz gut. Oh, ist das herrlich. Bin total begeistert. Oh, das ist heute wie ein Fünfer im Lotto. Mal schön verblenden unter. Also ich bin ja echt gespannt auf diese Wimpernspirale und diesen hautfarbenen Kajal. Das sieht doch schon mal aus. Wow. Oh ja, ich bin so viel richtig, wie gesagt, weil ich zuerst mal, ich glaube, ich mache heute die größten Fehler. Jo, dann nehme ich mal, oh, da bin ich echt gespannt, also da, diesen, na, Natur, diesen Kajal von, nee, ich sehe das ohne Brille jetzt überhaupt nicht, was ich hier in der Hand habe. Also jedenfalls nicht die Firma, ich weiß, was ich da habe, aber, ja, da bin ich gespannt, weil ich mache das sonst nie so groß, irgendwie groß. Aber der ist schön weich, der ist erstmal weich, auch von der Farbe her schön weich. Mmh. Da hat die Mutti aber was Feines geschenkt gekriegt. Mmh. So, jetzt nehme ich den Kajal. Diesen Automatik-Kajal. Ja, der zum Rausdrehen. Und setz den mir auf meinen oberen Wimpernkranz in der Wasserlinie. Und was ich ganz cool finde, Kirsten, ist, ich mache das ja mit meinem anderen Stift auch immer, aber der ist nicht long-lasting. Und der ist das. Also heißt das, wenn ich denn doch mal ein bisschen Pipi in den Augen habe vom Wind oder so, müsste der das ja halten. Mann, sieht das toll aus. Mm. Ich finde das total schön. Oh, so was von toll, ey. So, jetzt muss ich mal ganz schnell noch meine, die ich eigentlich fast ja nicht sehe. Bräuchte ich nicht, nö, meint nicht. Meine kleinen Äderchen. Aber die Creme ist echt toll. Ich denke mal, ich kann da jetzt schon mal weitermachen, oder? Mann, finde ich das schön. Jetzt gehe ich aufs Ganze, also, nee, ich habe mich für den hier entschieden. Ich habe mich für den hier entschieden, weil ich gesagt habe, ich kann mir den Nude vorstellen mit der braunen Töne. Das ist eigentlich so eine Art Kajal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich einer den vorne drin ballert. Ich tupfe mir den mal so vorsichtig hier hin. Und dann werde ich den mal ein bisschen so schön verteilen. Den finde ich toll, weil der hat so einen leichten goldenen Glanz oder Schimmer da drinne. Und wenn man den Nude verteilt, oder besser gesagt verblendet, hat man nicht zu viel. Aber auch nicht zu wenig. Oh, das sieht toll aus. Also ich finde, hoffentlich macht das Licht noch mit, ey. Bei uns ist echt total Mistwetter momentan. Was, ne gut, ich bin nicht so ein Typ, den das stört. Der Herbst hat nun mal so eine Tage. Und das ist so wichtig von Natur aus, dass wir so eine Tage haben werden. Ja, den habe ich jetzt benutzt. Ich finde die total schön. Total schön.
ist nämlich dein Puder. Und zwar dieses hier. Da bin ich auch gespannt. Also das settet man ja mit. Oh, ich komme mir vor wie eine Porzellanpuppe. Immer schön tupfen. Tupfen, tupfen, tupfen. Na, das ist ja echt mattierend wie Hanne. Das ist ja echt total. So, und dann habe ich mich für den Bronzer entschieden. Weil ich ja da gespannt bin. Oh, der wird immer dunkler. Seht ihr mich überhaupt noch? Ja. Der ist schon nicht schlecht. Wenn nicht, dann mache ich nochmal, widme ich dir nochmal ein schönes Make-up mit deinen Produkten, wenn man sie dir so schlecht sieht. Jetzt habe ich mir eine schöne Kante hier in die Ballert, aber das hat auch seine Bedeutung. Perfekt. So, und jetzt bin ich gespannt, weil ich habe mich ja so weit von gefreut über den und über den anderen Glimmer, aber ich wollte jetzt, dass es auch besser an der Kamera zu sehen ist, deswegen habe ich mich jetzt für den entschieden. Weil der doch ganz schön kracht. Aber ich finde den so weit von schön. Oh, ich finde den so Hammer. So, da sind so viele, die ich hätte mir alle ein bisschen in die Sicht geschmiert, aber ich habe es weh wangen. So, zum Schluss. Jetzt kommt die Hammer, 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 hoffe ich doch, schöne Wimpernspirale zum Einsatz. Mit meinen Kuhwimpern vor allen Dingen. Ich habe noch nie so ein Bürstchen gehabt. Sieht aus wie eine Rakete. Guck mal. Ich sehe schon, das könnte ein Liebling von mir werden. Die ist toll. Boah, die ist richtig toll. Wo habe ich meinen Blindenspiegel für Schreck hingepackt? Da. Muss ich mir mal richtig ankicken. Die ist richtig, richtig schön. Oh mein Gott. Da bin ich jetzt echt platt. Die ist ja der Hammer. Also.
Die ist total klasse. Vor allen Dingen kann man sich da so richtig dran austoben. Also, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt hole ich euch aber mal ran hier. Die ist wirklich schön. Die macht doch wirklich schöne Wimpern. Also, da kann man ja nur wirklich nie meckern. Ich nehme euch nachher noch mal kurz im Schrank, damit ihr das richtig volle Ergebnis seht. Echt toll. So, nun werden wir die Lippen noch machen. Ich habe mich entschieden für den schönen Kracher, den dunklen. Da trauen sich wahrscheinlich viele nicht ran. Ich nehme jetzt von mir mal einen Konturenstift, weil ich mag Lippenstift immer nur mit Konturenstift tragen. Also ist für mich ein A und O. Also diese Creme, dieses Puder und dieses Porenzeug. Ist der Hammer. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ob es euch auch so geht, dass ihr... Also für mich ist mein Bad, weil mein Liebling hat ja oben Bad. Ich habe oben Bad, unten hat mein Liebling sein Bad. Ich habe natürlich das monstergroße Bad mit viel Platz und viel Spiegel und alles. Naja, wie bei Mädchen. Aber ich freue mich morgens immer dieses Ritual, sich schön zu machen oder abends sich schön zu machen. Jetzt blinkt das schon wieder da irgendwo. Bitte nicht schon wieder, ey. Oh Gott. Bis gleich. So, meine Lieben, jetzt seht ihr noch den Rest, weil meine Kamera blinkt schon wieder. Und ich bedanke mich bei euch. Oh, das ist so doof jetzt hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich. Ja, ich habe noch zum Schluss einen Highlighter aufgesetzt von der Kirsten. Diesen schokobraunen Lippenstift. Oder Lipgloss, wie gesagt, mit dem Pinsel muss man den auftragen, aber der ist super, super schön. Liebe Kirsten, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und ich hoffe, wie gesagt, du hast genauso viel Freude, wie ich hatte mit deinen Geschenken denn. Und verzeih mir, dass ich hier rumgequackt habe. Also, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Wird ein ziemlich langes oder ist ein ziemlich langes Video, aber haltet durch. Es gibt viel Schlimmeres, als mir zuzuschauen, glaubt mir. Also, bis dann. Yippie. Ciao.